Ja, hallo meine lieben LS17-Freunde. Ich freue mich, euch wieder begrüßen zu dürfen hier auf meiner Tübinger Karte. Ja, hier bin ich gestern stehen geblieben, denn ich bin jetzt gerade dabei, die ganzen Bäume, also sprich die Gebiete, wo ich fertigstellen muss, die Bäume vom 15er rauszunehmen und gegen die vom 17er zu ersetzen. Ich dann eh schon das Gebiet machen muss, beziehungsweise die Quadranten des Gebietes nicht. Was mich stört, war ja teilweise auch schon im 15er so, dass die Bäume zwar wunderschön sind, sind toll gemacht, aber der Nachteil ist, dass sie so leicht zu kieseln, wenn man sich so ein bisschen hier bewegt, sieht man es. Und wenn man genau drauf hier jetzt achtet, dieser nicht, aber der, ein bisschen bewegt, sieht nice. Ich könnte es oben auch auf Play drücken, würde ich mal auch sehen. Ja, die nehme ich halt jetzt Stück für Stück raus und ersetze sie dann gegen die neuen Bäume. Die neuen Bäume vom 17er gefallen mir zwar nicht so, weil die sind irgendwie alle so einheitlich grün, aber dafür sind sie aktuell und die anderen verschwinden. Ja. So. Da ist noch ein bisschen Arbeit hier. Es wird auch wahrscheinlich wird so rausgehen, dass im, naja, zum ersten Test, dass die noch zu ist, dass man sie noch nicht nutzen kann. Aber das kommt mit Sicherheit auch noch. Es dauert einfach seine Zeit. Da bin ich jetzt da, glaube ich, stehen geblieben. Ja. Fangen wir heute mal mit dem Video andersrum an. Machen wir mal da. Fangen wir mal da an, wo es dann am Montag weitergeht. Das wird dann hier überwiegend nur Terrainarbeiten auch sein. Die Bäume rauszunehmen, die Büsche rauszunehmen, das Terrain aufzupinseln, Straßenlaterne zu setzen, STVO-Schilder zu setzen. Ihr kennt sie das ganze Gedöns schon. Was sich dann auch immer ellenlang hinzieht. So, auf diesem Platz hier habe ich jetzt eh schon des Öfteren erwähnt, kommt jetzt nicht wie im 15er, wo man seinen Hof kaufen kann, sondern es wird diesmal so sein, dass der Spieler seinen eigenen Hof hier aufbauen kann. Er bekommt dann hier eine Wiese zum Mähen, die braucht er nicht kaufen, die ist dann schon fertig. Oder vielleicht mache ich auch eine zum Kaufen. Weiß ich noch nicht, muss man mal gucken, wie es mich freut. Auf alle Fälle habe ich hier auch schon so teilweise die ganze Deko rausgenommen, dass das hier ein schöner Fleck wird, wo dann der Spieler seinen eigenen Hof aufbauen kann. Auch hier diese Silos muss ich noch rausnehmen und hier hinten das Lager. Ich habe es jetzt nur noch nicht gelöscht, auch das Regal hier habe ich noch nicht gelöscht, denn ich möchte es gerne behalten. Muss nur gucken, wo ich es hinbaue. Vielleicht baue ich es auch auf meinen Hof hinten. Dann einen Schluck Kaffee nehmen. Ja. So schaut's aus, meine Freunde. Okay. Das wird eine kleine Fläche, da kann dann der einzelne Spieler hier seinen eigenen Hof aufbauen. Ach Leute, bitte. Okay, ja. Jetzt gehen wir über, was ich die Woche geschaffen habe. Also waren jetzt hier auch schon mal so kleinere Sachen, was ich jetzt fertiggestellt habe. Habe ich sie teilweise eh schon am Mittwoch euch gezeigt. Mit ein paar Bilder habt ihr sogar mehr bekommen von mir. Habe ich jetzt hier neue Schilder gemacht, also beziehungsweise geändert und schöner gemacht. Hier so Pfeile drauf, wo man sieht, wo es lang geht. Für das Lager hinten haben wir es dann auch schon einen Namen gefunden. Ein ganz primitiver einfacher Name, das ist die Deutsche Bahnlager West.
ja, mir ist nichts anderes eingefallen. Auf alle Fälle ist hier auch die Wiese aufgezeichnet. Hier die ganze Strecke runter. Dann auch hier Zwischenräume fertig gemacht. Habt ihr auch so einzelne Flecken. Zeige ich euch nicht alle Teile, weil muss ja nicht sein. Das ist nur unnötige Länge. Hier haben wir ja die Kiesgrube. Bei der Kiesgrube habe ich jetzt dann auch hier diesen komplette Teil hier rum fertig gemacht. Es war ja nur Erde. Da war ja nichts abgepinselt oder sowas. Da war ja nichts aufgepinselt oder irgendwas gesetzt. Habe ich auch fertig gemacht diese Woche. Und nebenbei habe ich mir Gedanken gemacht, was ich hier draufsetzen könnte oder was ich hier noch dazustellen könnte, um den Platz irgendwie ein bisschen zu nutzen. Und da ist mir eingefallen, dass es die Bienen gibt, und meine Kumpels meinten auch so, ja, coole Idee, baue sie ein. Die nutzen wir bestimmt. Und somit habe ich dann den Platz genutzt hier für die Bienen. Aber, ihr kennt es ja bestimmt. Wer es jetzt nicht kennt, kann ich sie euch ganz kurz dann schnell erklären. Das ist eine ganz einfache Sache hier. Ja, ob die Kiesgrube jetzt dann schon funktioniert, kann ich euch auch nicht versprechen. Auf alle Fälle ist sie schon mal da. Aber hier diese Abfahrt hier geschaffen, wo es runter geht. Hier Bäume gesetzt, die Wiesen gesetzt, Zaun und die Schranke. Also wenn ihr irgendwo nicht rein könnt oder so, wenn es da mal die erste Map fertig ist zum Testen und ihr könnt irgendwo nicht rein, dann liegt es nicht an euch, sondern so wie es jetzt hier ist, habe ich jetzt nur die Schranke verbaut. Man kann sie nicht öffnen, man kann nicht rein, denn wenn man mit dem Objekt nichts anfangen kann, dann muss man ja auch nicht runterfahren. Was soll es gut sein, ne? Auf alle Fälle schon mal fertig, spart mir dann später mal die Arbeit. Ich brauche mich dann einfach nur drum kümmern, das zu laufen zu bringen und den Trigger hier wieder rein zu kopieren, und dann läuft es. Alles andere ist ja schon fertig. Ich will praktisch nur den Trigger, dass er nicht reinkommt. Das Skript, und das ist ja auch alles durch. Habe ich jetzt hier so die ganze Fläche hier rauf gemacht. Sehe ich gerade, hier sind noch so vereinzelte Bäume. Muss ich noch entfernen. Dann praktisch hier die ganze ziemlich auch alles durchgemacht, auch die Straßenschilder gesetzt, das hat man ja schon, ja. So, kommen wir jetzt hier rein. Na, lass dich drehen. Na komm, jetzt komm ich hin, wo ich hin will. Habe ich hier auch schon Schilder gesetzt, also anders als im Industriepark, habe ich es ja nicht gemacht, weil da konnte man ein bisschen variieren, aber hier kann man nicht variieren, und dann habe ich hier auch schon einzelne Schilder gesetzt. Ja, wie ich ja erzählt habe, kann man hier seinen eigenen Bienenhonig produzieren und auch sein eigenes Honigmilchgetränk. Und für das, das müsst ihr euch runterladen. Ich kann's euch, ja, ich kann euch den Link ins Kommentarfeld reinschreiben, dass ihr wisst, wo ihr das runterladen müsst. Das ist kein Erdknecht. So, also hier müsst ihr auf alle Fälle das Sägewerk reinplatzieren. In diesem Sägewerk werden da so Bienenhäuser produziert. Allerdings sehr, sehr sehenswert. Tolles Objekt, toll animiert, also da kann man nicht nölen, kann man nur echt wirklich, wenn es 6 Sterne geben würde, würde man 6 verteilen, genau wo 5 möglich sind.
Also mir gefällt es persönlich recht gut und ich weiß, dass es auch vielen, vielen anderen gefällt. Darum musste das einfach durch. Okay, und gehen wir hier rüber. Also das müsst ihr hier rein platzieren. Habt ihr auch genügend Bäume zum Umschneiden. Ob ihr die nutzen tut oder nicht, überlasse ich euch, müsst ihr selber wissen. Ich persönlich würde sie nicht nutzen, aber okay, gut. Gibt ja genug Wald, wo man sie umschneiden kann. Aber das müsst ihr selber wissen, ob ihr die wegschneidet. So, hier habe ich die Fläche genutzt für die Bienenhäuser. Hier wird ja Bienen produziert, man muss praktisch die Bienenkörbe hier rüberbringen und dann hier reintun, diesen einzelnen Häuschen, und dann wird der Honig produziert. Da muss ich mir noch irgendwo ein schönes Tor suchen, gucken, was ich da finde. Könnt ihr den Honig hier einlagern, wenn ihr den nicht gleich wegtransportieren möchtet, weil er kommt ja hier auf Kisten, also in Paletten, und der Honig ist dann in den Kisten, könnt ihr sie hier zwischenlagern, wenn ihr sie nicht verkaufen möchtet. Oder wenn ihr sagt, okay gut, ich will mal später mal weiter produzieren. Oder bearbeiten, das ist richtig geworden. Habe ich hier mal so ein bisschen schon aufgestellt. Die müsst ihr aber euch runterladen, also die sind dann nicht da. Ne? Ich will es auch nicht fest einbauen, ich will auch nicht fragen, ich will das nicht, sondern die haben da so viel Arbeit und Zeit reingesteckt, dann solltet ihr euch das auch selber runterladen und den Daumen nach oben da lassen. So, dann habe ich hier so ein kleineres Ding. Die kleinere Fläche habe ich dann hier ein bisschen begradigt. Also quasi, es ging ja erst vorher so gerade runter, das habe ich dann hier ein bisschen hier rein, ein bisschen begradigt hier. Da könnt ihr dann den Honig weiterverarbeiten, müsst ihr nur Milch anliefern und dann wird hier Milchgetränk produziert. Das Gebäude muss Schritt für Schritt aufgebaut werden, also ihr müsst es hier praktisch mit Rohstoffen liefern und dann baut ihr das Stück für Stück auf und könnt ihr das nutzen. Und somit ist jetzt hier wieder so ein neuer Industriezweig entstanden, rein spontan irgendwo. Und das macht sich eigentlich recht gut, finde ich. Also, ich finde, das passt recht gut hier rein. Den Milch, Honig, Getränk könnt ihr dann, gehen wir ein bisschen weiter rauf hier, könnt ihr dann hier verkaufen. Hier ist ja der Bioladen, Obst und Gemüse, und da könnt ihr dann auch euer Milchgetränk verkaufen. So. Das andere habt ihr am Freitag schon gesehen, am Mittwoch schon gesehen. Ist ja schon alles fertig hier. Ja, können wir ja mal schnell durchgehen, wenn ihr das noch möchtet. Hier habe ich die kleine Baustelle eingefügt. Also zwischenzeitlich mal die kleine Baustelle eingefügt. Das sind wir noch gerade angefahren, ja. Ich habe noch was fertiggestellt, zeige ich euch dann gleich. Mit der Autobahn, so habe ich euch ja letzte Woche schon erklärt, im Freitag-Video. Jetzt hier auch, ist der Rad fertig gemacht, also, es ist alles drauf gepflanzt und Wiese drauf gemacht. Hier diesen, diese kleine Baumhändler, Baumschule, wie man es auch benennen möchte, hier reingesetzt, da kann man dann ja so will ich gerade, wie es heißt, Sägespäne heißt es nicht, Hackschnitzeln, genau, die Hackschnitzeln verkaufen. Dann mal dann hier einfach nur eine Verkaufsstelle so rein, platziere ich einfach nur, wenn man hier dann wieder reinfährt, dann zack, kann man es verkaufen. Ja. Dann hier sind die Pflaumenbäume.
Kirschbäume hatten wir ja schon 40 Stück. Jetzt habe ich auch die Pflaumenbäume rübergeholt. Auch wieder 40 Stück. Also ich pflanze immer 40 Obstbäume. Und ja, habe ich ja auch schon erzählt, ihr braucht nicht Angst haben, das funkelt nicht im Spiel. Das ist nur im Editor so, ne? Okay, habe ich dann auch hier das ganze Gebiet fertig gemacht. Hier rüber das ganze Feld rum. Auch hier Bäume, Büsche gesetzt und Steine und Terrain angepinselt. Bis hier rauf, auch hier hinten rum alles durch. Dann habe ich auch an der Deutschen Bahn Lager West habe ich jetzt hier auch schon die Bäume ersetzt und auch hier das Terrain reingemacht. Weil das war ja alles nur drin. Das habt ihr ja am Mittwoch ja eh gesehen, ne? Muss ich euch ja nicht alles doppelt erzählen. So. Dann hier diesen Mühlenplatz habe ich auch fertig gemacht. Habe ich ja auch ein bisschen Wald reingemacht hier. Die Mühlen sind jetzt immer noch nicht fertig. Ich habe zwar schon angefangen, aber ich habe es zwischenzeitlich aufgehört, weil es ist ja das erste Bauteil für ein Mikrofon gekommen. Und es läuft irgendwie noch nicht so, wie ich das will. Aber es fehlen ja auch noch einige Komponenten. Muss man einfach warten, bis das Stück für Stück geliefert wird. Ich weiß nicht, warum das jetzt nicht in einen Karton reingepackt haben, sondern jedes Bauteil einzeln liefern, aber wahrscheinlich ist auch hier irgendwie, ich weiß nicht, ja, Diebstahlschutz oder ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich will auch nicht drüber nachdenken, warum und so. Ankommt tut so, das ist die Hauptsache. So, habe ich dann hier diesen ganzen Wald reingemacht. Hier muss ich es noch drauf machen, die Bäume. Aber ich habe echt keine Böcke mehr, noch Bäume zu setzen. Und darum höre ich da jetzt mal vorerst mal auf mit den Bäumen. Aber machen muss ich es noch. So, auch hier beim Sägewerk. Auch hier habe ich euch Bäume reingesetzt zum Umschneiden. Das ist ein reiner Tannenwald hier. Ich will aber noch ein bisschen so einen gemischten Wald machen. Aber wenn man jetzt hier rauf geht, ein bisschen weiter rausgehe, sieht man auch hier hinten noch ein bisschen Platz hier. Und da habe ich auch noch eine kleine Ecke. Da finde ich dann schon Plätzchen. Da habt ihr dann, wie ich vorhin gesagt habe, eigentlich genügend Bäume zum Umschneiden. Okay. Ja, hier habe ich dann schon die hier habe ich hinten die Baustoffgrube. Habe ich auch hier schon auf den Platz geschaffen und fertig gemacht. Ach Leute, wartet halt einfach jetzt mal ein bisschen. Habe ich hier auch schon die erste Verkaufsstelle eingearbeitet, wo man dann später seinen Sand verkaufen kann. Braucht man ja irgendwo, wo man den dann los wird, wenn man den nicht weiter verarbeitet, dann kann man den da verkaufen. So, habe ich auch einfach nur hier das Terrain ein bisschen begradigt. Das ging ja hier so richtig so schräg und dann so ist es. Und das so gemacht. Okay. So. Ja, das war schon fertig hier. Ne, es war noch nicht fertig. Sehe ich gerade. Auch hier habe ich Terra, Wiese und Gras und Unkraut draufgesetzt und auch wieder Tannenbäume. Dann habe ich hier ein bisschen, dass man nicht immer nur Straße hat, habe ich hier so einen Abgang von Steinen und Schlamm gemacht. Man kann aber hier an der Seite ein bisschen entlang friemeln,
Mit kleineren Fahrzeugen geht das schon. Dass das ein bisschen, ja, nicht nur alles Straße ist. Hier ist dann der Strohverkauf. Vor allem ein Strohverkauf, aber es ist ja von hier von der älteren Dame der Hof. Ja. Dann habe ich auch hier auf das ganze Terrain fertig gemacht. Diesen ganzen Streifen hier rauf. Und ja, hier ist das Ende von der Map. Ich habe eine Baustelle reingemacht. Weil ich brauche später den Platz für die Autobahn auf Aufbringer und da habe ich jetzt einfach nur die Baustelle drauf. Das kennen wir ja von letzter Woche schon. So, meine Lieben, und jetzt kommt das große, große Überraschung. Ich habe es endlich mal geschafft, die vorletzte Siedlung fertig zu machen. Ne? Ja. Hätte ich ja ewig und 3 Tage mit mir rumgezogen. Hier diese Siedlung. Sie ist auch komplett durch, Gott sei Dank, endlich. Da steht nur noch eine einzige an und dann habe ich wirklich was Siedlung angeht, hinter mir. Da bin ich auch echt froh, dass ich sagen kann, okay gut, ich muss jetzt keine Häuser mehr bauen und keine Grundstücke mehr ausschmücken mit dem langsam. Ich will es nicht nölen oder jammern, aber lass es einfach. Steht's mir oben an. Ja, hier ist praktisch alles fertig. Auch Straßenschilder, STVO-Schilder ausgeschmückt, Bäume, alles erledigt, Laternen und so kleinere Sachen wie zum Beispiel hier diese Baustelle mit dem Kran, wo es gerade die Treppe in den Rohbau reingeht. Ja, habe ich auch gleich die Möglichkeit gefunden, hier einen Gartenstuhl, den ich ja vor einiger Zeit mal gemacht habe in Meier, zu verbauen. Habe ich ja hier so einen kleinen Gartenstuhl. Der hat jetzt auch seinen Platz gefunden. Bin ich jetzt echt froh, dass ich das durch habe. Gott sei Dank. Jetzt haben wir noch eine kleinere Siedlung. Aber die ist nicht recht wild, denn das ist nur so ein kleiner Streifen hier. Ich muss dann hier oben noch rein. Und dann habe ich es wirklich durch. So. Machen wir jetzt langsam Schluss. Und zum Schluss von diesem Freitagsabschlussvideo zeige ich euch noch etwas Schönes. Und zwar ist hier das Gartencenter. Von dem Gartencenter, das habe ich jetzt auch wieder ins Leben gerufen. Hatte ich erst überlegt, was ich damit machen soll. Und habe ich hier, ja, wie schon auch bereits, wie es im 15er auch schon war, das wieder alles aufbereitet. Muss ich hier dieses Gewächshaus runterladen. Da kann man Salat produzieren. Den Salat kann man dann zu einzelnen, ja, Dingen verkaufen, wie zum Beispiel hier beim Dinner, wo hier hinten ist, oder hier hinten beim Netto, oder hier beim Rewe. Hier habe ich ja den Rewe eingebaut. Na ja, damals schon im 15er schon unter Meier gemacht. Da kann man den dann seinen Salat verkaufen. Aber das Gebäude müsst ihr euch runterladen und reinplatzieren. Dann habe ich auch so einzelne Hallen hingemacht, wo ihr das zwischenlagern könnt, wenn ihr nicht gleich loswerden möchtet. Ja, hier sind die Erdbeergewächshäuser, die wollen wir ja für den Grab brauchen, für den Marktplatz. Die habe ich jetzt auch rübergeholt, die funktionieren jetzt bereits auch schon. Da habe ich jetzt da hier nur 2 verbaut.
glaube, drei Stück stelle ich dann noch hier rein und vielleicht noch eins oder zwei zu mir rauf auf meinem Hof. Ich spiele zwar sehr wenig und ich spiele eigentlich mehr die BPA, also rausmäßig auch schon mal verkaufen und so weiter und essen und sowas. Eher so, was ich lieber mache. Aber ab und zu muss ich auch meinen Hof hinfahren und so mal tanken und so weiter. Und, ja, und dann kann ich dann immer sowas nebenbei machen. Ich weiß jetzt noch nicht, ob ich mir das antue. Keine Ahnung, aber ich muss ja nicht machen. Drauf ist ja schon mal drauf. Bis dann nutze ich es jetzt andere. So, hier haben wir den zweiten Teil von der vom Gartencenter. Hier kann man einen Kompost verkaufen, den mal ja hier hinten im Innenstadtpark unten produzieren. Können wir den hier lose verkaufen, also nicht auf Paletten, sondern lose. Den auf Paletten muss man dann beim Gartencenterfuchs hier hinten verkaufen. Also hier kann man irgendwas lose verkaufen. Hier habe ich dann noch den Seedmaster verbaut und ein kleineres Seedlager. Das ist fest drauf. Müsst ihr euch nicht runterladen, der ist fest eingebaut. Könnt ihr dann hier Wasser holen und hier eure eigenen Samen produzieren und auch hier einlagern oder zwischenlagern, je nachdem wie ihr es möchtet. So, ja, das war's jetzt eigentlich schon wieder für diese Woche. Ihr habt gesehen, ich habe eine Menge gemacht. Ich war echt fleißig. Ich lobe mich da jetzt einfach mal selber. Hier mal die BGA. Und bin jetzt auch froh, dann sind mir die ganzen Lücken, sind jetzt dann einfach geschlossen hier. Die kleineren Sachen, die waren ja immer offen und komischerweise, die zieht man auch immer und ewig und drei Tage zieht man die mit und sagt so, ja, die muss ich jetzt mal machen, die muss ich tun und so weiter, aber man macht sie irgendwie doch nicht. Darum ringe ich mich jetzt da einfach mal durch, dann ist das wirklich fertig hier. So. Ja, meine Lieben, ihr wisst ja jetzt da, am Montag oder am Dienstag, je nachdem, wenn es eben heute oder morgen noch irgendwie einen Baustein anrollt, dann werde ich mich erst darum kümmern. Und wenn nichts anrollt, werde ich hier zwischenzeitlich dann am Montag schon mal anfangen, diese Ecke fertig zu machen, die ich dann gern bis, ja, bis Mitte der Woche hätte ich die eigentlich gern durch. So, dass ich dann sagen kann, okay, gut, am Mittwoch bin ich fertig. Und kann dann am Donnerstag ein bisschen ausspannen und am Freitag dann ganz gemütlich das Video für euch machen. Vielleicht wird es auch Donnerstag, aber ich hätte dann ganz gern lieber ein oder zwei Tage, dass ich mich dann um das Gedöns von meinem Mikrofon kümmern kann. Okay, dann sage ich danke fürs Reingucken. Macht euch ein schönes Wochenende. Das Wetter soll angeblich gut werden. Der Samstag, also Grill raus, Kumpels einladen und mal eine Woche bzw. Wochenende sein lassen. Okay, dann verabschiede ich mich. Sag danke fürs Reingucken und macht es gut. Ciao, ciao, tschüss.